Die Top 10 der wohltätigsten Fußballspieler. Fußball ist ein Lieblingsspiel für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Wir bewundern die berühmtesten Spieler für ihre erstaunlichen Fähigkeiten, doch es gibt noch einen anderen guten Grund, zu ihnen aufzuschauen. Ihre großen Herzen. Viele der besten Fußballer sind großzügig genug, um Zeit, Geld und Mühe für wohltätige Zwecke aufzuwenden. Bevor wir uns die Top 10 der wohltätigsten Spieler ansehen, hast du hier die Möglichkeit, unseren Kanal zu abonnieren und Benachrichtigungen zu aktivieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. 10. Neymar. Neymar, 1992 geboren, ist ein Spieler für die brasilianische Nationalmannschaft und ein Stürmer für den französischen Verein Paris Saint-Germain. Trotz seines jungen Alters hat er bereits viele Wohltätigkeitsarbeiten geleistet. Er hat sich mit dem Projekt Waves for Water zusammengetan, um in seinem Heimatland Brasilien auf das Problem der Trinkwasserknappheit für tausende bedürftige Menschen aufmerksam zu machen. Er unterstützte auch den Kampf gegen Ebola. Ganz zu schweigen davon, dass Neymar regelmäßige Wohltätigkeitsspiele veranstaltet und daran teilnimmt. Das berühmteste dieser Spiele, das Neymar Charity Home Game, sammelte 85.000 Euro für benachteiligte Kinder. Das Neymar Junior Project Institute dient dem gleichen Zweck. Tausenden von Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen und ihnen Bewegungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen. Neymar hält es für sehr wichtig, dass Menschen aus verschiedenen sozialen Gruppen, insbesondere junge Menschen, Zugang zu Kultur und Sport haben. Der Fußballstar sagt, dass ihn die Liebe, die er im Gegenzug erhält, dazu inspiriert, weiterzukämpfen und Trophäen zu gewinnen. 9. Didier Drogba. Egal, ob du seinem Titel als Afrikas bester Fußballspieler aller Zeiten zustimmst oder nicht, eine Sache ist sicher: Didier Drogba ist eine sehr großzügige Person. Die Didier Drogba Stiftung tut viel, um verarmten Gemeinden in der Elfenbeinküste und in ganz Afrika zu helfen und bietet lokalen Kindern zum Beispiel Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung. 2009 spendete er 2,5 Millionen Euro für den Wiederaufbau eines Krankenhauses in seiner Heimatstadt Abidjan an der Elfenbeinküste. Der frühere Chelsea-Stürmer, der mehr Tore für sein Team erzielte als jeder andere ausländische Spieler, hat mit UNICEF zusammengearbeitet und sich mit anderen großen Organisationen zusammengetan, um ihre guten Zwecke zu unterstützen. Neben all seinen Wohltätigkeitsaktionen hat Drogba etwas wirklich Besonderes für sein Land getan. Er hat einen Bürgerkrieg beendet, der 5 Jahre lang anhielt, indem er die Elfenbeinküste 2006 in die Weltmeisterschaft führte und die gegnerischen Parteien anflehte, den militärischen Konflikt aufzuhören. 8. Lionel Messi. Wenn wir über großartige Fußballspieler mit einem goldenen Herzen sprechen, dann ist es unmöglich, Lionel Messi nicht zu erwähnen. Von seiner umfangreichen wohltätigen Arbeit mit UNICEF bis zu seiner Lionel Messi Stiftung, die andere Stiftungen und Organisationen wie die medizinische Forschung in Spanien und Argentinien unterstützt, hat dieser Typ bereits viel Gutes für eine Menge Leute getan. Seine Stiftung half auch im kriegszerrütteten Syrien 20 Klassenzimmer zu bauen, sodass 1600 Kinder zur Schule gehen können. Gemeinsam mit Serena Williams arbeitete Messi an der 1-in-11-Kampagne, um 58 Millionen Kindern im Grundschulalter in Nepal, Indonesien und Bangladesch den Zugang zur Bildung zu ermöglichen. Sie forderten Leute dazu auf, einen Fußball 11-mal natürlich mit den Füßen zu jonglieren und Geld zu spenden, um Kindern die Möglichkeit des Lernens zu geben und ihre Gedanken zu fördern. 7. Dirk Kuyt. Dirk Kuyt, der berühmte niederländische Stürmer und frühere Liverpool-Spieler, glaubt, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, an Sport teilnehmen zu können. Und besonders Kinder mit Behinderungen sollten diesen nicht vorenthalten werden. Also machte er dies zum Motto seiner Dirk Kuyt Stiftung, die 2006 ins Leben gerufen wurde und ursprünglich Kinder auf der ganzen Welt unterstützte. Es gab ein Projekt zur Unterstützung von Straßenkindern in Brasilien, ein weiteres in Nepal, um ein Haus für Kinder zu bauen, bei denen HIV diagnostiziert wurde, und ein drittes unterstützte UNICEF beim Bau von Schulen in Ghana.
Nach einigen Jahren beschlossen sie, sich nur auf die Niederlande zu konzentrieren und mehr Geld zu sammeln, um den Menschen dort zu helfen. Die Quid-Stiftung unterstützte heute 64 Projekte, die obdachlosen Kindern helfen und behinderten Kindern die Möglichkeit geben, Sport zu treiben. Er sagt, dass er froh ist, seinen Namen zu verwenden, damit Menschen einen guten Zweck erreichen können. Nach Beendigung seiner Fußballkarriere konzentrierte er sich komplett auf die Wohltätigkeitsarbeit, da sie ihm so viel Freude bereitet. Seine Wohltätigkeitsveranstaltungen bringen viel Geld ein. Bei einer von ihnen konnte er beispielsweise in nur einer Nacht 170.000 Euro für die Finanzierung künftiger Initiativen generieren. Als er noch in Liverpool spielte, besuchte Quid gemeinsam mit anderen Spielern Krankenhäuser zu Weihnachten und unterstützte auch Gemeindeprojekte. Sechstens, Mesut Özil. Der Arsenal-Spieler und deutsche Nationalspieler Mesut Özil verdient eine ehrenvolle Erwähnung unter den wohltätigsten Spielern. Als sein Team 2014 die Weltmeisterschaft gewann, spendete er alle seine Einnahmen aus diesem Sieg. Dieses Geld, etwa 315.000 Euro, konnte Operationen für 23 Kinder in Brasilien finanzieren. Ihre Familien hätten die Operation wahrscheinlich nicht bezahlen können, sodass Özil mit seiner edlen Handlung im Grunde 23 Leben gerettet hat. Fünftens, David Beckham. Auch wenn du kein großer Fußballfan bist, hast du definitiv von David Beckham gehört. Aber er ist nicht nur ein berühmtes Gesicht und Name, er ist auch ein großer Philanthrop. Beckham gründete gemeinsam mit seiner Frau, einem weiteren bekannten Gesicht, die Victoria und David Beckham Wohltätigkeitsstiftung. Ein UNICEF-Sonderbotschafter mit einem besonderen Fokus auf Sport für Entwicklung und Gründungsmitglied des Malaria No More UK Leadership Council. David hat auch viel mit der Help for Heroes-Kampagne erreicht, deren Ziel in der Unterstützung von verletzten Soldaten und Frauen liegt, die aus Afghanistan und dem Irak zurückkehren. Beckham half auch, 157.700 Euro für die Nationale Gesellschaft zur Vorbeugung von Grausamkeit an Kindern zu sammeln, um Mobbing in Schulen zu verhindern. Außerdem spendete der Superstar alle seine Löhne, als er für Paris Saint-Germain spielte. Wie du sehen kannst, hat Herr Beckham nicht nur ein großes Bankkonto, sondern auch ein großes Herz. Viertens, Michael Essien. Der ehemalige ghanaische Nationalspieler, Chelsea-Legende Michael Essien, der aktuell Mittelfeldspieler der Percy Banding ist, gründete ebenfalls seine eigene Wohltätigkeitsorganisation. Die Michael Essien-Stiftung arbeitet in seiner Heimatstadt Awutu-Preku, Ghana, an Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, Bibliotheken, sauberem Trinkwasser und öffentlichen Toiletten. Die Organisation leistet auch weltweit viel Arbeit. Essien wurde zum Friedensbotschafter der Afrikanischen Union ernannt, um dem afrikanischen Kontinent Frieden und Sicherheit zu bringen. Er organisierte eine Reihe von Wohltätigkeitsspielen in Ghana mit lokalen Spielern und Fußballsuperstars. Drittens, Craig Bellamy. Der frühere walisische Nationalstürmer Craig Bellamy war schockiert über die schrecklichen Lebensbedingungen und die Armut, die er 2007 während seiner Reise nach Sierra Leone gesehen hatte. Gemeinsam mit UNICEF gründete er also zwei Jahre später die Craig Bellamy Stiftung. Sein größtes Projekt war der Start einer Fußballschule in Sierra Leone. Sie vergab Stipendien an lokale Jungen zwischen 10 und 13 Jahren mit athletischem und akademischem Potenzial, sodass sie eine gute Ausbildung bekommen und Fußball spielen konnten. Und die Besten der Besten bekommen die Chance, mit Cardiff City und der Liverpool FC Academy zu trainieren. Bellamys persönlicher Beitrag zu dem Projekt betrug über 1.270.000 Euro. Zweitens, Zinedine Zidane. Einer der besten Fußballspieler aller Zeiten kommt aus den harten Seitenstraßen von Marseille, Frankreich. Zinedine Zizou Zidane hat seine aufgewühlte Kindheit nicht vergessen und arbeitet aktiv daran, das Leben der neuen Generation zu verbessern. Er nimmt regelmäßig an Wohltätigkeitsspielen teil, von denen das Spiel gegen die Armut am bemerkenswertesten ist, in dem Fußballstars aus aller Welt zusammenkommen.
Sein gesamter Erlös kommt dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen zugute, das lebensverändernde Initiativen in über 27 Ländern unterstützt. Erstens, Cristiano Ronaldo. Ohne Cristiano Ronaldo wäre unsere Liste nicht vollständig. Er kann als einer der wohltätigsten Athleten aller Zeiten bezeichnet werden. Er hilft Ländern, sich nach Naturkatastrophen zu erholen, wie zum Beispiel, als er nach dem schrecklichen Erdbeben in Nepal 2015 über 6 Millionen Euro spendete. Und die Liste geht weiter. Hunger und Fettleibigkeit im Kindesalter, Erhaltung der Artenvielfalt, Krebsforschung und Finanzierung eines Krebszentrums in seiner Heimat Portugal. Es scheint, als gäbe es keinen Grund, für den er nicht kämpft. Er verkaufte auch seinen Golden Shoe Award und spendete seinen Champions League Bonus von über 612.000 Euro an wohltätige Zwecke. Ronaldo ist ein offizieller Save the Children's Botschafter und hilft auch einzelnen Kindern und Familien. Er sponserte eine Gehirnoperation für einen 10-Jährigen, die 83.000 Dollar kostete, und spendete 60.000 Euro, um ein 10 Monate altes Baby zu retten. Goldener Schuh? Dieser Kerl hat ein goldenes Herz. Kennst du noch andere Sportler, die großzügig für wohltätige Zwecke spenden? Nenne sie uns in den Kommentaren unten. Vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und klicke auf Abonnieren, um bei uns auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben.